Kinders, ey. Junge. Ich komme gerade vom Bäcker. Ey, da haben die denen die Eingangstür zerwichst. Oh, und das ist hier auf dem Dorf. Oh, ey, gibt's ja gar nicht. Ey, das ist... Was soll man noch sagen? Das fällt mir unheimlich schwer, mich nicht aufzuregen. Deswegen, und ich glaube, das bringt ja auch nichts, das aufregen. Sich gegenseitig totschlagen, das ist ja Blödsinn. Ach so, in dem Zusammenhang noch. Frau Vierecke, ich habe gesehen, Sie haben da in der Raumer Straße so ein Ding. Sie machen auf aufmerksam, oder Sie wollen aufmerksam machen auf irgendwelche Missstände. Ich sage Ihnen einen Missstand. Ich habe Scheiße gebaut, armer Mensch. Scheiße gebaut. Jetzt wollte ich das wieder gut machen, meine gesellschaftliche Schuld abtragen, wollte was anbieten, entweder Straße fegen oder Musikunterricht. Normalerweise nehme ich 30 Euro für eine Stunde, wa? Da gibt es ja keine Anlaufstelle. Ich bin ja eine halbe Stunde rumgerannt in dem Rathaus in der Fröbelstraße und die sind ja nur gewohnt, dass man da was abholt. Ich wollte was bringen. Ey, Frau Vierecke, mach da eine Spur. Aber darauf wollte ich wieder gar nicht hinaus. Nein, ich will beruhigen, Mann. Der Frühlingsstrahl. Für ganz diverses Publikum lag gestern beim Discounter rum ein Sonnenstrahl der Marke Frühling. Das kannte ich nicht, das war ein Ding. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, doch was war denn da wirklich drin? Dacht ich so im Vorübergehen, den Strahl wird ich ganz gern mal sehen. Ob der mich wärmt und glücklich macht und auch verschwindet in der Nacht, ob der mich kitzelt in der Nase und hilft den Blumen in der Vase, den Schneeglöckchen und den Narzissen, das würde ich ganz gerne wissen. So begann ich in meinem Denken, meine Schritte umzulenken in Richtung Discounter Service Personal, um diese zu fragen, nun sagen Sie doch mal. Man sah mich etwas komisch an und meinte nur, ach, lieber Mann, von welchem Sterne ich denn käme und ob ich mich denn gar nicht schäme. Ob ich aus einer Klapper bin. Da ist eine Taschenlampe drin. In dieser Tüte mit der Werbung vom Sonnenstrahl mit Mehrfachkerbung. Da dachte ich, oha. Beschämt, verdutzt und ohne Strahl verließ ich den Discountersaal. War das nun peinlich oder dumm? Ich war doch nur das Publikum. Tschüss.